bin heute hier, damit wir eine Alternative zum kapitalistischen System zeigen. Also gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Hört, dass ich keine Sklaven sehe, nur dass ich keine Herren. Drum links so rein, drum links so rein. Und das Genosse ist, weil ich eine Arbeiter-Einheit Arbeit. Die Auffassung über den Sozialismus sind hier sehr unterschiedlich, aber uns eint doch immerhin die Sache, dass man in dieser Gesellschaft keine Zukunft sieht. Und insofern fühle ich mich selbst mit denen, die nicht mit mir einer Meinung sind, in der Frage doch sehr verbunden. Und deshalb ist es auch gut, dass wir hier zusammen diese Demonstration gegen jegliche möglichen anderen Alternativen hier haben und dass sie sich als Tradition also hier auch manifestiert hat. Dass man unterschiedliche Auffassungen hat, ist ja nicht das Problem. Problem wird es nur, wenn die unterschiedlichen Auffassungen unsolidarisch ausgetragen werden. Ich habe ja kein Problem, dass mir einer sagt, ja, deine Auffassung über Sozialismus finde ich jetzt nicht korrekt. Oder was du aus der DDR als Schlussfolgerung gezogen hast, die ich gerade eben Debatten hatte, das sind nicht meine Schlussfolgerungen. Aber das kann ich solidarisch diskutieren und das nutze ich hier auch. Und das ist auch eine gute Gelegenheit dafür. Aber die Geschichte kann sich wiederholen und zu dieser Zeit war es schon wichtig, was sie getan haben und ihr Mut wird nie vergessen. Weil ich eine Arbeiter-Einheit,